Es wird natürlich nicht der identische Vortrag von Alexander Propp sein, ist klar. Es wird dabei um Informationssysteme des Körpers gehen, unter anderem um Biophotonen. Aber nicht ausschließlich. Ich muss, wie gesagt, einfach mal gucken, was ich im Computer noch alles drin habe, was ich ansonsten an Vorträgen habe. Okay, das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, es wird natürlich etwas anders sein. Genau, schönen Dank. So, und danke auch wieder für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Im letzten Jahr durfte ich ja hier schon einen Vortrag halten zu holographischen Prinzipien in der Medizin. Das möchte ich heute auch wieder tun, aber zu einem speziellen Thema, und zwar zu Krebs. Mein Krebsbezug bezieht sich aus, mein persönlicher Krebsbezug aus mehreren Perspektiven. Und zwar war ich als junger Mann selber erkrankt. Dann in meinem Familiensystem gibt es viele Krebserkrankungen. Dann kenne ich Krebs aus therapeutischer Sicht. Dann hatte ich das Glück, dass einer meiner Akupunkturlehrer, Professor Chang aus China, selbst eine eigene Krebstheorie entwickelt hat, die ich heute in Kürze vorstellen möchte. Worum es mir heute bei dem Vortrag vor allen Dingen aber geht, ist die Sicht auf den Krebs. Wie denken wir über Krebs? Was für ein Gefühl haben wir zu Krebs? Ich hatte mir erstmal überlegt, wie ich den Vortrag einleite. Und da war mir folgender Satz eingefallen. Wir werden alle sterben. So, ich fange den Vortrag jetzt nicht so an, aber dass ich es erwähnt habe, ist es natürlich im Kopf drin. So, dieser Satz, wir werden alle sterben, ist trivial. Wir werden alle sterben. Aber unser Ego versucht es immer rauszuschieben, versucht das nicht wahrzunehmen. Was passiert im Moment einer Krebsdiagnose? Da wird es bewusst. Da wird uns unsere Endlichkeit auf einmal sehr, sehr bewusst. So, die gute Nachricht, alle Anwesenden hier, die mir folgen können, leben. Erstmal ganz wichtig. Aber auch alle Krebspatienten, die bisher bei mir in der Praxis waren, leben. Auch ganz wichtig, weil wir haben oft diesen Aspekt, wenn wir mit Krebs zu tun zu haben, sodass man sich schon als halbtot vielleicht empfindet. So ganz wichtig im Prinzip, dass wir jetzt einfach mal gucken, wie nehmen wir Krebs wahr. Jetzt zunächst erstmal eine triviale oder eine provokative Frage, besser gesagt. Ist es gut oder schlecht, an Krebs zu erkranken? Aus unserem Verstand heraus sagen wir natürlich, ja, ist totale Scheiße, das ist total schlimm, das ist gruselig. Fragen Sie mal jemanden, der jetzt gerade eine Krebsdiagnose erhalten hat, der sagt, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Fragen Sie Familienangehörigen, der sagt, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Fragen Sie aber mal jemanden, der es seit 10 Jahren überwunden hat. Der kann Ihnen einiges dazu erzählen, was in seinem Leben sich geändert hat, was sich an Bewusstsein geändert hat. Dass er selber zum Teil erkannt hat, worum es in seinem Leben geht, dass man neue Richtung eingeschlagen hat. Mir hat sogar meine Krebspatientin, die kurz vorm Sterben lag, gesagt, das Beste, was ihr in ihrem Leben passiert wäre, wäre ihr Krebs gewesen. Weil sie dadurch Kontakte zu Menschen bekommen hat, die sie nie vorher bekommen hätte, weil sie dadurch bewusster geworden ist und weil dadurch sich einiges in ihrem Leben einfach geändert hat. Er hat ja gesagt, wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema Holographie. Und Holographie bedeutet im Prinzip, was hat das Ganze für einen Einfluss aufs Teil und wie spiegelt sich in dem Teil das Ganze. Und da können wir verschiedene Bezugssysteme nehmen. Nehmen wir den Körper, dann haben wir einen Gesamtkörper, aber auch diese ganzen Mikrosysteme zum Beispiel. NPSO ist ein Teil. In diesem NPSO-System spiegelt sich der ganze Körper. Im Equivo-System, zum Beispiel am zweiten Mittelhandknochen, spiegelt sich der ganze Körper. Genauso spiegelt sich aber in uns die Natur. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, hat die Abholzung des Regenwaldes etwas mit Krebs zu tun? Ich würde sagen ja, weil wenn wir einfach mal gucken, die Erdoberfläche, auch Gaia genannt, ist ein eigener Organismus sozusagen. Wir verhalten uns in diesem Organismus wie Krebs. Wir verbrauchen unheimlich viel Energie, wir sind infiltrierend, wir wachsen in Gegenden hinein, so wir gucken einfach nicht, was ist mit unserem Wirt, was ist mit der Natur. Das heißt, da ist im Prinzip so ein Äquivalent zu diesem inneren Geschehen des Krebses. Finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Was hat der Irakkrieg oder auch der Afghanistankrieg mit Krebs zu tun? Ich glaube, was daran einfach deutlich wird, ist so die Haltung des Westens. Da ist etwas, was uns nicht passt. Wir bewaffnen uns bis an die Zähne und greifen es an. Versuchen es einfach platt zu machen. So, und das war nach dem 11. September so. Ich fand ganz interessant so die Interviews, die dann im Fernsehen in den Tagen danach gesendet worden sind. Da ging es permanent um, wir müssen die Sicherheit an den Flughäfen erhöhen. Wir müssen im Prinzip irgendwie gucken, was ist im Nahen Osten und es da ausrotten. Es gab wenige Stimmen, die gesagt hatten, lasst uns mal mit den Ursachen beschäftigen. Warum kommt es zum Terrorismus? Und genauso ähnlich ist es beim Krebs. Bei Krebs ist es manchmal wie so eine kollektive Panikattacke. Das Wort Krebs sofort, oh, da muss man irgendwie Vorsorge, dies, Chemotherapie und so weiter. Wir haben wirklich viele Waffen gegen den Krebs. Allein dieser Begriff, Waffen gegen etwas, was in uns ist, finde ich einfach sehr interessant.
Und das ist im Prinzip ähnlich, wie gesagt, so im Irakkrieg, wo man den Terrorismus ausrotten wollte, aber mit jedem gefallenen Terroristen gab es im Prinzip zwei neue. Das hat Ähnlichkeit mit dem Mythos der Hydra und Herkules. Die Hydra ist eine neunköpfige Schlange und wenn Herkules im Kampf mit ihr einen Kopf abschlägt, wachsen zwei neue nach. So, und bis Herkules dann eine List eingefallen ist, dass man irgendwie die Köpfe dann im Prinzip oder die Stümpfe von den Helden versengen muss, aber die Hydra hat einen neunten Kopf und der ist unsterblich. So, und dieser unsterbliche Kopf, der muss ganz tief vergraben werden, damit die Hydra keinen Unheil mehr anrichtet. So, und das ist das, was im Westen zum Beispiel auch mit Krebs passiert. Man versucht alles einfach platt zu machen, aber irgendwo im Unteren ist doch noch diese Krebsinformation. Wenn ich einen Krebs aus dem Körper herausschneide, die Information des Krebses ist weiterhin da. Ganz wichtige Frage, was ist Krebs überhaupt? So, die Schulmedizin forscht seit Jahrzehnten an dem Thema. Und man kann wirklich sagen, in manchen Bereichen sind Erfolge gelungen, dass zum Beispiel Krebsarten wie Hodenkrebs oder Lymphome, bestimmte Blutkrebsarten sehr gut therapierbar sind. Ob sie damit geheilt sind, ist nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall kann man Leute krebsfrei bekommen. Auf andere Krebsarten bezogen muss man einfach wirklich sagen, die ganze Forschung ist ziemlich gescheitert. Weil die Todeszahlen des Krebses haben sich nicht wirklich verbessert. Die Erkrankungsraten des Krebses haben sich nicht wirklich verbessert. Ist einfach wirklich so die Frage. Wir haben in den USA allein mehr als 200 Milliarden Dollar in die Krebsforschung gesteckt. Dafür sind die Ergebnisse sehr mager. Professor Watson ist wahrscheinlich eingeläufig als einer der Erfinder der Doppelhelix. Das heißt, das ist einer, der ganz vorne steht in der Reihe der Genetiker. So, und die Genetik behauptet ja für sich beanspruchen zu können, eigentlich, so habe ich es immer verstanden, den Krebs zu verstehen. So, aber gerade dieser Professor Watson hat vor 10 Jahren gesagt, und da hat sich nichts dran geändert, wir müssen den Krebs erst verstehen, bevor wir ihn heilen können. Das ist im Prinzip ein Eingeständnis dessen, dass man überhaupt noch nicht verstanden hat, was Krebs überhaupt ist. Und trotzdem wird immer nur in die eine Richtung geforscht, nämlich in Richtung der Mutationstheorie. Und wenn das wirklich so ist, dass ein Krebs einfach eine mutierte Zelle ist, dann müssten wir ihn natürlich töten. Aber vielleicht gibt es eine andere Wirklichkeit. So, was ist Krebs? Eine Krankheit, an der viele Menschen sterben. Deswegen einfach wirklich auch so dieser Bezug, wir werden alle sterben, aber Krebs macht es natürlich sehr konkret. In dem Moment, wo eine Krebsdiagnose da ist, ist sofort in unserem Kopf, oh, Tod oder der sichere Tod. Wir haben alle den sicheren Tod, aber durch Krebs scheint er einfach näher zu rücken, kommt ins Bewusstsein. Noch ein wichtiger Aspekt, auf den ich heute aber gar nicht groß eingehen möchte, einfach nur mal kurz angedeutet. Krebs ist auch eine Krankheit, von der viele Menschen leben. Und manche sehr gut. Krebs ist inzwischen ein Wirtschaftsfaktor. Gerade was Chemotherapeutika angeht, unheimlich teuer, da wird unheimlich viel Geld mitgemacht.